wichtig, dass wir das hier als Treffen miteinander haben. Polen und Deutschland sind Nachbarn, Partner und Freunde. Unsere Staaten haben eine schmerzvolle und wechselvolle Geschichte. Der furchtbare Überfall Deutschlands auf Polen und die Zerstörung Warschaus jähren sich in diesem Jahr zum 85. Mal. Unermesslich ist das Leid, das wir Deutsche im Zweiten Weltkrieg über unsere polnischen Nachbarn gebracht haben. Dieser Krieg war ein deutsches Verbrechen. Wir wissen um unsere schwere Schuld und wir wissen um den Auftrag, der aus ihr erwächst, für unsere gemeinsame friedliche Zukunft. Die Verantwortung vor unserer Geschichte kennt keinen Schlussstrich. Sie bleibt uns Mahnung in der Gegenwart und Auftrag für die Zukunft. Und dieser Verantwortung wollen wir uns stellen, und sie erstreckt sich für uns auch auf die Verteidigung von Frieden und Freiheit in Europa. Uns eint heute der Wunsch nach Frieden, einem gerechten Frieden, nach Stabilität und nach Sicherheit in Europa. Heute, da unser Frieden durch den russischen Krieg gegen die Ukraine sehr bedroht ist, mehr denn je. Daran arbeiten Deutschland und Polen gemeinsam als Partner in der Europäischen Union und als Alliierte in der NATO. Und wir sind uns einig. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Deshalb stehen wir füreinander ein, in der EU und in der NATO. Das heißt, und das ist mir ganz wichtig, die Sicherheit Polens ist auch unsere Sicherheit. Dafür fühlen wir uns verantwortlich. Das Schutzversprechen der NATO gilt uneingeschränkt. Alle für einen, einer für alle. Und lassen Sie mich aus aktuellem Anlass klar sagen, jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Deutschland leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zu Europas Sicherheit, besonders auch durch Präsenz und Engagement entlang der gesamten NATO-Ostflanke. Die Zusammenarbeit für die Verteidigung des Nordatlantischen Bündnisses und für die Sicherheit in Europa werden wir weiter verstärken. Und das berührt ganz unmittelbar auch die Unterstützung der Ukraine. Fast genau 2 Jahre ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Seither führt es einen erbarmungslosen Krieg mit Hunderttausenden Toten und Verletzten. Die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen ihr Land unermüdlich und heldenhaft. Deutschland und Polen gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine gegen den imperialistischen Aggressor politisch, militärisch und finanziell. Und wir wollen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten, gerade auch mit Blick auf Wiederaufbau und nötige Reformen in der Ukraine. Auch auf europäischer Ebene unterstützen wir die Ukraine. Im Europäischen Rat haben wir gerade Finanzhilfen von 50 Milliarden Euro bis 2027 für die Ukraine vereinbart und damit ein ganz wichtiges Zeichen gesetzt. Und wir hoffen, dass der US-Kongress seinerseits die nötigen Mittel bewilligt. Herr Ministerpräsident, lieber Donald, Sie kommen gerade aus Paris. Du kommst gerade aus Paris. Die enge Zusammenarbeit unserer 3 Länder, Deutschland, Polen und Frankreich, ist uns allen sehr wichtig. Deshalb schlage ich auch vor, das Weimarer Dreieck auf Ebene der Staats- und Regierungschefs mit neuem Schwung zu versehen, um neue Impulse für die Europäische Union zu entwickeln. Unsere Außenministerinnen und Außenminister haben sich dazu ja heute in Paris schon ausgetauscht. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass die Erweiterung der Europäischen Union um weitere Mitglieder bald Realität wird. Aus dieser Erweiterung muss die Europäische Union gestärkt hervorgehen. Hierzu bedarf es auch in der EU selbst Reformen, damit wir handlungsfähig bleiben können. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Polen und Deutschland sind eine Erfolgsgeschichte. Wir haben viel Austausch und zuverlässige Wertschöpfungsketten, was sich nicht zuletzt in einem Handelsvolumen von knapp 170 Milliarden Euro ausdrückt. An dieser Stelle möchte ich Polen auch Danke sagen. Nachdem die Energielieferungen aus Russland weggefallen sind, musste Deutschland in Rekordzeit Alternativen schaffen. Und Polen hat uns dabei unterstützt, sodass wir unsere Energieversorgungssicherheit aufrechterhalten konnten. Dafür danke ich ausdrücklich. Mit der Energiewende und dem Kampf für mehr Klimaschutz, national und europaweit,
dürfen wir nicht nachlassen. Unter anderem im Rahmen des polnisch-deutschen Energiewendeforums werden wir hier viele Fragen gemeinsam vorantreiben. Wie Sie alle sehen, haben wir gleich beim Abendessen noch eine ganze Reihe an Themen, die wir miteinander besprechen werden. Lieber Donald Tusk, ich freue mich auf die künftige weitere Zusammenarbeit. Panie Kanzlerze, drogi Olafie, drogi przyjacielu. Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, lieber Freund. Serdecznie dziękuję za... Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung heute nach Berlin. Nie ma w tym przypadku, że... Das war wirklich kein Zufall, dass es so schnell, wie es nur möglich war, zu diesem Treffen gekommen ist, nicht nur in Brüssel, sondern auch hier in der Hauptstadt Deutschlands. Um über die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland zu reden, auch darüber, wie wir Weimarer Dreieck wieder neu stärken können. Darüber haben wir heute auch, wie du das erwähnt hast, in Paris gesprochen. Und ich bedanke mich auch dafür, dass du heute so offen schon im ersten Teil mit mir über dieses wichtige Bedürfnis gesprochen hast. Dieses wichtige Bedürfnis, die Sicherheit unserer beiden Vaterländer, unserer beiden Staaten, des ganzen Europas und unserer Alliierten und Nachbarn. Ich meine hier vor allem die Ukraine. Die Geschichte hat sich sehr grausam erwiesen und auch überraschend. Vor ein paar Jahren würde niemand denken können, dass Polen und Deutschland so eng auch militärisch zusammenarbeiten, um die Ukraine vor der russischen Aggression zu verteidigen. Viele Jahre lang hat man nicht nur in der Europäischen Union bei dem Denken über die Beziehungen zwischen Europa und Russland hat man eigentlich auf Wishful Thinking, auf Illusionen und triviale Interessen gedacht. Man hat nämlich das gewählt, als geopolitisches Vernunft zu wählen. Aber Schlüsselbedeutung für die Zukunft Europas hat, dass wir von dieser weiten Geschichte, tragischen Geschichte, die du erwähnt hast, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und auch aus der Geschichte der letzten Jahre die gute Lehre ziehen. Das erste Gebot, und hier haben die Anführer Polen und Deutschland wirklich das gute Recht, das zu sagen, also das erste Gebot soll sein, dass wir uns um die Einigkeit Europas in Konfrontation gegen Russland kümmern. Und das in jeder Dimension, weil die Sicherheit wirklich viele Dimensionen hat. Das ist die direkte Unterstützung Ukrainas in der Ukraine in diesem Krieg. Das ist der Wiederaufbau der militärischen Kräfte der Europas. Das ist die gemeinsame Energiepolitik und auch die Nahrungsmittelsicherheit. Wir haben heute Bemerkungen ausgetauscht. Überall, wo das möglich ist, wollen wir eine gemeinsame Stellungnahme erarbeiten, aber schon nach diesem ersten Teil ist eine Sache klar. Polen und Deutschland als Staaten, die heute am meisten in die Hilfe für die Ukraine engagiert sind, müssen auch gemeinsam die Verantwortung dafür tragen, dass diese Politik fortgesetzt wird und dass die ganze Europäische Union mobilisiert wird, um unsere Sicherheits- und Verteidigungspotenziale verbessert werden. Wir haben heute auch über das Bedürfnis gesprochen, unsere Zusammenarbeit bilateral und in Europa zu intensivieren, auch in Bezug auf die Luftabwehr. Wir möchten hier ganz realistisch und praktisch vorgehen. Gemeinsam als Europa möchten wir auch im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland so schnell wie möglich, das heißt nicht in 5 oder 10, 15 Jahren, sondern in den nächsten Dutzend Monaten, viel bessere
Möglichkeiten, das viel größere Potenzial für die Luftabwehr und bessere Produktionskapazitäten für die Munition zum Beispiel, nicht nur um die Ukraine dabei zu unterstützen, das ist für uns eine Priorität, aber auch um uns in Europa entsprechende Verteidigungspotenziale zu geben. Wir werden dafür in allen Hauptstädten der Welt plädieren. Wenn wir daran glauben, dass die Europäische Union nicht nur die Macht im Sinne der Wirtschaft, der Wissenschaft sein kann, sondern auch im Sinne der militärischen Kräfte, dann wird es gut sein. Das war nicht unsere Wahl. Wir wollten keine Konfrontation. Aber das ist heute die Notwendigkeit. Die Europäische Union ist 8-mal so groß wie die russische Wirtschaft. Wir haben 6-mal so viele, so große Bevölkerung wie Russland. Also wir müssen auch nicht schwächer im militärischen Sinne sein. Deswegen die Erhöhung der Produktion in diesem Bereich, die Intensivierung unserer Zusammenarbeit sind Prioritäten, die außerhalb der Diskussion stehen. Ich freue mich, dass ich heute und früher auch in Paris, jetzt hier in Deutschland, eine eindeutige Erklärung der Bereitschaft für die weitere Zusammenarbeit in diesem Bereich gehört habe. Wir sprechen heute weiter über bilaterale Fragen, zum Beispiel die Grenzenschutzmaßnahmen oder illegale Migrationen. Als wir hier zu euch gefahren sind, haben wir auch Schlepper mit protestierenden Landwirten, Bauern gesehen. Das ist wirklich ein Element, das wir sehr häufig in Europa heute sehen. Gestern hatte ich mit meinen Wählern ein Treffen in Polen gehabt und wir haben genauso diese Schlepper und diese Landwirte gesehen. Diese Argumente dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ich muss hier niemanden davon überzeugen. Du, Olaf, warst auch sehr in diese Klimafragen engagiert. Umwelt ist für uns alle eine Priorität. Wir können aber nicht behaupten, dass die Argumente der Landwirte ohne Begründung sind. Ich werde heute auch während unseres Abendessens argumentieren, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können für eine bessere Flexibilität. Green Deal und Importe der Nahrungsmittel aus der Ukraine. Wir müssen hier eine Lösung finden. Wir werden diese Lösung finden, wo wir sowohl die ukrainischen als auch unsere ambitionierten Ziele im Umweltschutzbereich beides berücksichtigen und Interessen aller Landwirte Polen, Deutschland und in Europa schützen. Das scheint möglich zu sein, wenn wir genug guten Willen zeigen können. Ich bin überzeugt, dass wir hier eine gute Lösung finden können. Wir stehen noch vor den weiteren Gesprächen. Damit möchte ich also Schluss machen. Ich möchte aber jetzt noch mal betonen, dass die Geschichte uns nicht vergeben wird, wenn wir heute das nicht machen können. Und symbolisch, Polen und Deutschland können hier ein gutes Beispiel geben. Wenn wir solidarisches, gutes, vereinigtes Europa nicht aufbauen können, ein Europa, das nicht imstande wäre, der aggressiven Politik unserer Nachbarn Stirn zu halten. Ich denke, wir haben alle Lehre aus der Geschichte gezogen und wir wissen, was zu tun ist. Vielen Dank. Karol Surówka, Polnischer Rundfunk. Ich möchte nach diesen Wörtern des ehemaligen USA-Präsidenten fragen, Trump. Ich würde Russland wirklich ermuntern, alles zu tun in Bezug auf Länder, die nicht 2% BIP für die Verteidigungsziele zahlen. Was passiert, wenn Donald Trump die Wahlen gewinnt? Und bleibt Europa dann ganz alleine? Herr Bundeskanzler, Ihr Land hat dieses Kriterium letztes Jahr nicht erfüllt. Also, wenn Deutschland von Russland angegriffen wird, werden Vereinigte Staaten nicht darauf reagieren. Niezależnie od tego, co mówi, unabhängig davon, was der ehemalige Präsident von Vereinigten Staaten und der Kandidat für die nächsten Wahlen ist das wirklich unser gemeinsames europäisches Interesse, dass alle Mitgliedstaaten der NATO
direkt und deutlich die Finanzierung der Verteidigungspotenziale erhöhen. Ich habe hier keine Zweifel. Polen seit einiger Zeit hat die vorgeschriebene Schwelle von 2% überschritten. Das sind heute 4% geworden. Ich weiß, dass nicht jeder Staat imstande ist, ganz schnell 2% plus zu erreichen. Aber ich denke, dass die furchtbare Lehre aus der Ukraine soll niemanden in Zweifel lassen. Das ist wirklich notwendig. Und das nicht, weil der Donald Trump das gesagt hat, sondern ganz objektiv. Wir müssen uns selber darum kümmern, unsere Verteidigungspotenziale zu verbessern. Und dieses europäische Teil der NATO hat hier entschlossene Stellungnahme. Ich würde alle europäischen Partner in der NATO davon zu überzeugen versuchen. Es gibt hier keine Gründe, damit die Europäische Union nicht so eine militärische Kraft hat wie Russland. Wir haben wirklich sehr viele Gründe, um wirklich ambitioniert daran zu denken, dass Europa jede Herausforderung, auch militärische Herausforderung, meistern kann. Das ist meine vollständige Überzeugung. Und das ist wirklich ein ganz interessanter Fall. Ich habe heute in Paris darüber gesprochen. Dieses Prinzip eins für alle, alle für eins, sollte weiterhin in der NATO, in der Europäischen Union die führende Bedeutung haben. Der Bundeskanzler Scholz hat die gleichen Worte, dieselben Worte zitiert. Also niemand hat bei den NATO-Mitgliedern die anderen befreit, dieses Prinzip zu befolgen und einzuhalten. Wir sollen in Europa also alle eindeutig von unseren Partnern auch auf der anderen Seite des Ozeans zu erwarten, dass sie dieses Prinzip einhalten. Das ist wirklich das Sein oder Nicht-Dasein des ganzen Westens. Ich bin wirklich also davon überzeugt, dass diese Worte von Donald Trump wie eine kalte Dusche für uns alle wirken sollen, insbesondere für diejenigen, die diese reale Bedrohung, mit der wir zu tun haben, nicht so gemerkt oder nicht so richtig wahrnehmen. Wir müssen wirklich auf die volle Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten hoffen, aber die Europa muss auch in die eigene Sicherheit investieren. Ich stimme allem zu, was mein Freund hier gesagt hat und will es gerne um ein paar Worte ergänzen. Zunächst mal, weil das ja wichtig ist für die eigene Berichterstattung. Deutschland wird in diesem Jahr 2% der Wirtschaftsleistung nach NATO-Kriterien für die NATO-Zwecke ausgeben und wird es für alle Zeit tun. Das habe ich angekündigt und das haben wir mit den Entscheidungen, die aufgrund meiner Rede im Deutschen Bundestag zur Zeitenwende getroffen worden sind, auch realisiert. Wir haben ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, von dem jetzt schon 80% mit Bestellungen belegt sind. Und wir haben die Grundlage dafür geschaffen, dass aus dem Verteidigungsbudget und diesem Vermögen wir die 2% jetzt erreichen und dass wir das darüber hinaus auch nach Auslaufen des Sondervermögens dauerhaft tun werden. Auch jetzt ist es schon so weit, dass wir unsere Bundeswehr in die Lage versetzt haben, Bestellungen aufzugeben für das Ende der 20er, für die 30er Jahre, immer im Blick darauf, dass wir diese große Menge an Mitteln einsetzen werden. Deutschland wird damit sicherlich die höchsten Verteidigungsausgaben in Europa haben. Das ist auch richtig so, aber das ist eine erhebliche Steigerung gegenüber dem, was früher investiert worden ist. Die gute Botschaft übrigens auch bei dieser Gelegenheit: Ich gehe davon aus, dass alle Mitgliedstaaten der NATO diese Kriterien in Europa erfüllen werden. Auch das ist etwas, was im Hinblick auf die militärische Stärke der NATO von allergrößter Bedeutung sein wird, weil das ja dann eine große Mobilisierung von Kräften durch sehr viele Länder ist. Vergessen wir nicht, dass Finnland schon Mitglied der NATO geworden ist und Schweden demnächst wird. Die Allianz ist also auch stärker geworden. Deshalb auch diese klaren Worte. Es gehört zu den Grundlagen der NATO, dass wir füreinander einstehen, dass wir jeden Zentimeter des Territoriums eines NATO-Mitglieds verteidigen. Wir in Deutschland bekennen uns dazu gegenüber all unseren Freunden in der NATO, den baltischen Staaten, Polen, vielen anderen Ländern, die eine Grenze haben, die beschützt werden muss. Alle können sich darauf verlassen und das wird auch so sein. Und wir gehen davon aus, dass das im Rahmen der NATO und der transatlantischen Partnerschaft auch das Verhältnis der USA
zu den anderen NATO-Mitgliedstaaten bestimmen wird. Und das ist die Grundlage des Bündnisses. Da bin ich mir sehr einig mit dem amerikanischen Präsidenten, der das ja auch sehr klar jetzt bei dieser Gelegenheit noch einmal bekundet hat. Herr Bundeskanzler, ich hätte ganz gerne konkret nach einem Punkt nachgefragt, nachdem Sie die Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten jetzt gelobt haben. Ist Deutschland bereit, dass Polen sich an den Rüstungsprojekten beteiligt, die Deutschland mit Frankreich begonnen hat, also dem FCAS-Kampfjet-Projekt und dem Panzer? Und habe ich das eben richtig verstanden, dass Polen auch bereit ist, dem europäischen Luftverteidigungssystem beizutreten? Und Herr Ministerpräsident, eine Frage an Sie. Es gibt den Vorwurf, dass die Tonlage sich zwar entscheidend verändert hat, seitdem Sie Ministerpräsident in Polen sind, aber Sie in einigen Politikfeldern zumindest die Peace-Politik fortsetzen, also Atompolitik, Klimapolitik. Sie lehnen auch die Abschaffung der Einstimmigkeit in der EU ab, nur als Beispiele. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf, dass sich inhaltlich eigentlich noch gar nicht so viel an Ihrer Politik geändert hat? Danke. Ich kann jedenfalls berichten, dass die Zusammenarbeit zwischen uns beiden und unseren Ländern sehr gut ist und ich auch davon ausgehe, dass wir alle Perspektiven suchen werden, das weiterzuentwickeln. Der polnische Ministerpräsident hat das eben sehr ausführlich erläutert. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Und ich glaube nicht, dass es jetzt Sinn macht, hier in dieser Pressekonferenz über ganz konkrete einzelne Vorhaben der Rüstungsentwicklung und Verteidigungsentwicklung zu sprechen. Aber dass wir das immer eng mit Polen gerne zusammen machen wollen, gilt für viele, viele Vorhaben. Und das weiß die polnische Regierung auch. Alles hat sich in der polnischen Politik verändert. Es geht hier um fundamentale Fragen, wie die Rechtsstaatlichkeit, die Stärke, die Position Polens in der Europäischen Union, auch Themen, die meinem Herzen sehr nahe sind, die Menschenrechte, die Rechte der Minderheiten. Wenn es jetzt um die Kernkraftwerke geht, wird Polen Entscheidungen treffen, entsprechend dem eigenen Energieinteresse. Wir sind, wie Sie wissen, entschlossen, sich für den Umweltschutz einzusetzen. Aber Polen ist wirklich in einer sehr schwierigen Situation. Das ist aus objektiven Gründen für uns eine sehr große Herausforderung. Wenn wir wirklich effektiv die größten CO2-Emissionen im Energieproduktion und Erzeugung verlassen sollen, müssen wir an einer Alternative arbeiten. Und die Kernenergie ist für Polen so eine Alternative. Ich weiß nicht, woher diese Erwartung kommt nach der Wahl in Polen, dass ich als Premierminister jetzt negative Einstellung zu der Kernkraftenergie habe. Ich habe die Arbeit daran schon als Premierminister 2011 angefangen. Wir müssen also Lösungen, Methoden finden, um die Energie Notwendigkeiten und Energiebedarf Polen zu decken. Und das autonom, aber und auch auf diese Art und Weise, dass wir wirklich in der Sicherheit von der Energieseite sind. Wir werden bestimmt in vielen Bereichen assertiv bleiben. Die Tatsache, dass Polen so lange, wie lange ich Premierminister bin, auf die europäische Zusammenarbeit orientiert und fokussiert wird, das stimmt. Ich muss wirklich niemanden davon überzeugen, dass ich sehr stark eingesetzt bin dafür, dass wir gute Beziehungen zwischen Polen und Deutschland haben. Das muss ich auch niemandem in Polen erklären. Aber das ändert nichts daran, dass wir manchmal unterschiedliche Stellungnahmen oder unterschiedliche Interessen haben und dass wir uns dafür einsetzen. Das Vertrauen, die Freundschaft und ich denke, wir können auch persönlich über das gegenseitige Vertrauen und die Freundschaft sprechen, bedeuten, dass wir wirklich ganz offen oder
ohne etwas zu verfälschen, darüber reden, wo wir Differenzen sehen und was wir gegenseitig von uns erwarten. Deswegen kann niemand von mir erwarten, dass ich ein einfacher Partner sein werde. Aber man muss wirklich nicht nach einfachen Lösungen, nach einfachen Partnern suchen. Das sind einfach die Zeiten und die Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben. Aber ich bin berechenbarer Partner. Wir werden bestimmt fokussiert sein, um solidarisch und einheitlich in Europa zu handeln. Und darauf können Sie bestimmt rechnen. Matt hat das Format Weimarer Dreieck jetzt neu wieder angefangen. Welche Maßnahmen haben Sie vor, im Rahmen der Zusammenarbeit zu treffen? Welche Zeitplanung haben Sie dafür? Werden auch in der nächsten Zeit breite Regierungskonsultationen geplant? Seit vielen Jahren hat es diese Konsultation nicht gegeben. Und da die Europäische Union auch ihre Verteidigungsentwicklungen erhöhen soll, werden Sie vielleicht daran denken, Schuldverschreibungen auszugeben, um die Investitionen in die Rüstungsindustrie damit zu finanzieren. Das Weimarer Dreieck ist eine gute Form der Zusammenarbeit. Und wir haben schon besprochen, dass wir es wieder beleben wollen und sehr engagiert vorantreiben wollen. Ich glaube, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Polen, Frankreich und Deutschland auch gut ist für Europa insgesamt. Und deshalb werden wir aus diesem Format rausholen, was da rauszuholen ist. Ansonsten gibt es natürlich viele Gespräche über die Frage, wie wir die Zukunft Europas organisieren können und wie wir sicherstellen können, dass der Beitrag aller Mitgliedstaaten größer wird, was die Verteidigung Europas, aber auch die Unterstützung der Ukraine betrifft. Das ist aber eine laufende Debatte, bei der es jetzt erstmal darum geht, dass wir gemeinsam uns darauf verpflichten, dass wir das Notwendige an Unterstützung für die Ukraine auch mobilisieren. Ich bin kein beruflicher Diplomat, deswegen lassen Sie mich hier ganz ehrlich zu sein. Ich sage es ganz direkt. Weimarer Dreieck wird keinen größeren Sinn haben, wenn es nur darauf beruht, dass wir Routine-Treffen und Zeremonien damit veranstalten. Wir sind beide ganz praktische Menschen. Aus unserer Sicht hat also Weimarer Dreieck nur dann Sinn, wenn wir uns alle gegenseitig ernst nehmen. Und wir alle zu dritt ganz realistische, konkrete Probleme zu lösen versuchen. Für mich ist es selbstverständlich, dass Weimarer Dreieck, also Warschau, Berlin, Paris, wirklich einen positiven Ton den europäischen Änderungen geben kann. Und ich bin hier ganz entschlossen, wenn wir also die Sicherheit, die Investitionen in Rüstungsindustrie, gemeinsame Maßnahmen auch in der Ukraine gemeinsam als wichtig behandeln, können wir die Position und die Möglichkeit Europas vergrößern, auch wenn wir an größte Herausforderungen und Probleme denken. Aber wir werden bestimmt unsere Zeit nicht verlieren, um ganz offizielle und nichts mitbringende Treffen zu organisieren. Nach den heutigen Treffen bin ich aber ohne Zweifel, dass unsere Partner sowohl in Paris als auch in Berlin ganz konkret über konkrete Fragen sprechen wollen. Und ich möchte hier mit dem Bundeskanzler, mit dem französischen Präsidenten möchten wir Lösungen finden, die uns hier die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl geben, auch den europäischen Landwirten. Auch wenn wir unterschiedlichen Ansatz an das Finanzieren der Verteidigungspotenziale, werden wir Lösungen finden, um die Waffenhilfe für die Ukraine zu finanzieren und dass unsere drei Hauptstädte genau das Zeichen geben, dass Europa hier bestimmt nicht nachgeben wird. In der Frage der Ukraine werden wir nicht loslassen. Es wird nicht so etwas geben wie der Müdigkeit,
Beteiligung durch die Ukraine in Europa und das wir bestimmt nicht loslassen. Weimarer Dreieck kann hier wirklich eine geopolitische führende Rolle spielen. Ich meine hier nicht im Sinne der Anführung, sondern im Sinne der Ermunterung, etwas zu tun. Über die Schuldverschreibungen, Obligationen möchte ich ja nicht viel reden. Das ist nicht unsere Schwäche. Ich meine hier die Europäische Union, aber auch die einzelnen Mitgliedstaaten. Die wirtschaftliche oder finanzielle Situation. Wir verlieren gegen Russland nicht diese Konfrontation in diesem Bereich. Bestimmt nicht Gelder entscheiden werden darüber, dass wir diese Konfrontation verlieren. Die Fragen, wie man die Verteidigungsmöglichkeiten finanziert, das sind sehr wichtige Fragen, die wollen wir lösen. Das möchte ich ganz entschlossen nochmal betonen. Es gibt keinen Grund, damit die größte technische, zivilisatorische und auch wirtschaftliche Macht, die Europäische Union, wenn wir alles zusammenrechnen, nicht imstande wird, sich selber zu verteidigen, wenn die durch einen aggressiven Nachbarn bedroht ist. Und Geld ist ja nicht das größte Problem. Es geht um mehr Entschlossenheit, damit das Vermögen, das Reichtum Europa genutzt wird, um unsere Sicherheit zu verbessern. Das müssen alle anführen. Verstehen. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, Herr Bundeskanzler. Ich würde gerne noch mal an das anknüpfen, was Sie eben zu den Äußerungen von Donald Trump gesagt haben. Die Abhängigkeit Europas von den USA ist ja nun besonders groß im Bereich der nuklearen Abschreckung. Der französische Präsident hat nun schon vor 4 Jahren den Vorschlag gemacht, an die EU-Partner in Gespräche einzutreten über eine gemeinsame europäische nukleare Abschreckung. Ist die Perspektive, dass Donald Trump US-Präsident werden könnte, nicht ein Anlass, auf dieses Gesprächsangebot einzugehen? Und eine Frage an Sie, Herr Ministerpräsident, zu den bilateralen Beziehungen. Ihre Vorgängerregierung hat von der deutschen Regierung Reparationen in der Höhe von 1,3 Billionen Euro gefordert für die von Nazi-Deutschland angerichteten Kriegsschäden in Polen. Bleiben Sie bei dieser Forderung oder stellen Sie sich eine andere Art der Kompensation für diese Kriegsschäden vor? Vielleicht fange ich an. Ja. Wir haben eine funktionierende NATO, eine sehr gute transatlantische Partnerschaft. Dazu gehört auch das, was wir an nuklearer Zusammenarbeit entwickelt haben. Wie Sie wissen, hat Deutschland gerade entschieden für die nukleare Teilhabe, F-35 Kampfjets aus den USA zu bestellen, sie zu begleiten durch Eurofighter für das, was darum herum notwendig ist und ist auch dabei, die eigene Verteidigungsfähigkeit weiterzuentwickeln, etwa in diesem Bereich, was Luftverteidigung betrifft, was die Möglichkeiten betrifft, die damit zusammenhängen. Aber das ist das, was wir als Vereinbarung haben. Und die französischen und britischen Potenziale gehören in das Gesamtkonzept der NATO. Und ich bin sicher, die NATO wird auch noch für lange Zeit unsere gemeinsame Verteidigungsbasis sein. Das ist ein Projekt, das auf Jahrzehnte angelegt ist, unverändert. Und das gründet auf die Wertegemeinschaft, die die europäischen Länder, die USA, die Kanada miteinander haben, als Demokratien, als Rechtsstaaten, als soziale Marktwirtschaften. Und das bleibt auch und ist immer die Grundlage auch für unsere militärische Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg. Also nochmal auf die Worte von Donald Trump zurück. Wir müssen każdą tego typu wypowiedź. Nicht jede Äußerung dieser Art ganz ernsthaft nehmen, aber wir müssen alles tun, damit die transatlantische Zusammenarbeit weiterhin das Fundament unserer Sicherheit bleibt. Es gibt keine gute Alternative für enge und gute Zusammenarbeit in diesem Bereich zwischen europäischen NATO-Mitgliedern und den Vereinigten Staaten. Und unabhängig davon, wie sich weiter die Situation in Washington entwickelt, ist es unsere Pflicht, meiner Meinung nach,
nach, heute und auch gegenüber künftigen Generationen, sich darum zu kümmern, und das war sehr sorgfältig, damit transatlantische Beziehungen in der besten Verfassung weiter bestehen. Das soll in der Zukunft die Garantie für unsere Sicherheit und für die Weltordnung sein, inwieweit wir das aufrechterhalten können. Die nukleare Bedrohung ist bestimmt keine abstrakte Bedrohung. Nach dem Angriff auf die Ukraine hat Putin mehrmals dieses Argument verwendet. Er versucht wirklich Druck auf den Westen auszuüben, auf uns alle. Er versucht uns wirklich Angst einzujagen, indem er sagt, dass er nukleare Waffen einsetzen könnte. Das ist bestimmt nicht abstrakt. Darüber haben wir auch ganz kurz gesprochen. Es ist nur genug, auf nukleares Potenzial Russlands in der Nähe der polnischen Grenze zu schauen. Im Bezirk Königsberg wurden die Nuklearwaffen Russlands modernisiert. Und Warschau und Berlin sind bestimmt für Iskander erreichbar. Das sind 100 nukleare Raketen, vielleicht mehr, die wurden aus einem Grund modernisiert in der letzten Zeit. Aus irgendwelchem Grund in der letzten Zeit sind noch mehrere Raketen dieser Art dort installiert worden. Deswegen wäre es wirklich sehr gut, alle Ideen, alle Projekte zu realisieren, die unsere Sicherheit in diesem Bereich stärken würden. Und ich halte die Wörter von Präsident Macron für sehr wichtig. Er hat gesagt, dass Frankreich bereit ist, ganzem Europa ihre Nuklearfähigkeiten zur Verfügung zu stellen, damit das wirklich ein gemeinsames Sicherheitssystem daraus entstehen kann. Solche Signale haben wir seit einiger Zeit und wir müssen das wirklich ernst nehmen. Meine Vorgänger haben sich an die deutsche Regierung gewandt. Dieses Dokument, das von der polnischen Regierung an die deutsche Regierung geschickt wurde, spricht über eine Form Kompensation oder Wiedergutmachung. Man hat auch gerechnet, welche Verluste Polen getragen hat wegen des Angriffs 1939 auf Polen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als der Oberbürgermeister von Kiew, Klitschko, hat einen Preis bekommen hier in Berlin. Ich habe ein Laudatio für ihn gehalten. Und wir haben damals über eine gerechte Lösung dieses Problems gesprochen. Im formalen Sinne, die Reparationen wurden schon vor vielen Jahren abgeschlossen, aber die materielle und morale Wiedergutmachung wird nie realisiert, nicht aus meiner Schuld, nicht aus Schuld des Bundeskanzler Scholz. Das ist wirklich ein Thema, um ein ernsthaftes Gespräch darüber zu führen. Aber nicht so wie meine Vorgänger. Anders werde ich mit Bundeskanzler Scholz nach solchen Zusammenarbeitsmöglichkeiten suchen, die aus der Vergangenheit kein Faktum machen, das unsere gegenseitigen Beziehungen belasten würde. Wir werden Entscheidungen treffen, die uns für uns beide zufriedenstellend sein werden. So damit die der Sicherheit der Zukunft gut dienen können. Ich denke, der Bundeskanzler Scholz kann ein bisschen anders denken, aber ich denke, Deutschland hat hier etwas zu tun. Ich möchte das nicht ganz aggressiv zum Ausdruck bringen. Nicht nur, weil ich der polnische Politiker bin, aber ich bin auch der Historiker und ich stamme aus Danzig. Das sind die drei Gründe, die mir sagen, ich muss ganz ernsthaft über den Ausgleich der Rechnungen denken. Aber ich möchte, dass es nicht zu negativen Emotionen führt, sondern dass es sich wirklich für die Zukunft der gute Zukunft der beiden Völker entwickelt.